Yo, ein fruchtiges Willkommen zurück zu The Forest. Wir hacken hier nochmal kurz ein Bäumchen ab und das bringen wir zurück und dann mal gucken. Tja, Baum fällt gleich, hoffentlich. Ja. Holen wir mal eben da hinten die. Das sind sogar zwei Stämme, oder? Ein Stamm. Zwei Stamm. Er macht gleich erstmal wieder einen Freudensprung. Juhu! In diesem Spiel kann man immerhin springen. Da lang. So, erstmal den Schlitten freimachen. Und wo sind jetzt die ganzen Stämmchen hin? Da und da. Ich glaube, unten lag sowieso noch einer, ne? Vom letzten Mal. Oder hatten wir den mitgenommen? War der Meinung, hier lag doch noch irgendwo einer, oder? Nö. Da liegt keiner unter. Gut, dann müssen wir nochmal gucken hier. Muss doch irgendwo noch einer sein. Ja, sieht doch schon wieder. Deswegen gehen wir ein bisschen geduckt. Dann sehen die uns nicht so. Dann sehe ich aber auch nicht so viel. Ach, die Spinne hier fangen, die Rehe. Das ist ja süß. Dass sie hier so zusammen rumhüpfen und so. Das finde ich jetzt echt süß. Ich tue euch doch nichts. Ich habe euch nur was getan, wenn ich es demonstrieren wollte, was ihr droppt und wenn ich eure Drop-Sachen brauchte. Da sind die Leguane viel schlimmer dran. Ist hier kein verdammter Baumstamm mehr irgendwo? Ist ja auch noch ein See. Jetzt echt kein Baumstamm mehr irgendwo. Das ist ja doof. Ich will jetzt eigentlich keinen neuen Baum mehr fällen. Gut, dann nehmen wir nur das mit, was wir haben. Ich hänge fest. So. Gut, dann gehen wir nur mit sechs Bäumstämmen weg. Ja, quiek. Bin ich ganz deiner Meinung. So, und dann mal gucken, was wir noch machen. Das sollte eigentlich die letzte Folge vom neuen Update sein. Ich weiß es nicht ganz, wenn ich mich nicht wieder verrechnet habe oder wenn ich mal wieder nicht genau darauf geachtet habe und mich vertan habe. Ach, verdammt. Ich muss ja jetzt da ganz rum. Boah, ich dachte gerade schon wieder. So, zwei Baumstämme brauchen wir jetzt aber für unsere Bank. Ja, die hatten wir ja noch gar nicht fertig gebaut wieder. Ja, der Schlitten ist sowieso beim nächsten Mal wieder da, wieder weg. Hier kann man sich ausruhen. Ach, da heilt man Energie. Das ist ja geil. Wir sollten gleich wieder was trinken. Aber erstmal unsere Energie auffüllen. Ja, das ist cool.
wenn man hier in dieses Teil auch noch anständig reinkommen würde und nicht mit Anlauf reinspringen müsste, wäre das ganze Teil noch viel, viel besser. So, ja, ich habe eigentlich keine Lust jetzt noch mega groß weiterzubauen. Wir haben jetzt ein Stück Zaun geschafft. Aber ich wollte noch mal kurz zum Strand ein paar Flaschen sammeln und sowas. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch den ein oder anderen Leguan. Wie sind die da reingekommen? Sind die einfach durch die Tür gegangen? Können die durch Türen gehen? Dann reiße ich die Tür sofort wieder ab. Gut, dann. Oh, ein Fischis fangen. Da, 1, 2. Und 3. Gut, dann laufe ich jetzt doch erstmal los. Boah, hast du mich gerade erschreckt. Ich habe Angst vor Kaninchen, also panische Angst. So. Warum ist da eigentlich noch keiner in die Falle? Oder schon wieder einer? Ich wollte eigentlich den einen Leguan weglegen. Oh, ich kann nicht mal mehr Rüstung tragen. Verdammt, verdammt, verdammt. Uah, ich hätte die Rüstung ausrüsten sollen. Wo ist eigentlich die Rüstung hin? Egal. Ja, da ist bisher noch keiner in die Falle gelaufen. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir da selber reinlaufen. Ist hier wieder irgendwas Neues? Nur eine Fackel. War hier nicht auch? Da sind Flaschen. Du mit deinen verdammten Steinen. Pack die Steine wieder weg. Da liegt ein Schokoriegel. Ein Handtuch. Ich wüsste gerne, ob die, das ist die Fackel. Ja, wir laufen mal hier weiter. Ach, hier ist wieder dieses tolle Wasser, was kein Wasser ist und über dem Wasser schwebt. Also an vielen Ecken muss ich hier auf jeden Fall noch einiges tun. Na gut, das ist immer noch eine Alpha, das darf man nicht vergessen. Aber es hat sich aber auch schon einiges getan in diesem Spiel, muss man echt sagen. Wo ich das allererste Mal gesehen habe, von der Größe der Insel ist das ja, glaube ich, immer noch gleich geblieben und alles, aber die haben in den Höhlen einiges geändert, aber ansonsten, klar, für die Leute, die schon seit Anfang an spielen, ist das wahrscheinlich mittlerweile relativ eintönig geworden hier. Aber, ja. Ja, ja, ja. Wir brauchen Pfandflaschen. Pfandflaschen. Was wäre Pfandflaschen? Da sind Pfandflaschen. Ganz viele. Booze. 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 Kein Curry, nicht mehr Booze. Gut, dann craften. Oh, wir haben überhaupt keine Mollys mehr. Dann craften wir jetzt erstmal ein paar Mollys. Dann können wir wieder ein paar Flaschen aufsammeln. Wer weiß, was im nächsten Update kommt. Vielleicht kommen da irgendwelche neuen Megamutanten, die sofort unsere Basis einrennen und dann brauchen wir Bewaffnung. Ich finde das doof, dass man. Doch, man kann die irgendwie anklicken. Aber irgendwie, ich weiß noch nicht wie. Da. Ah. Hauptsache die Flaschen, die man nicht mitnehmen konnten, die verschwinden auch erstmal. Ist ja sonst auch immer so, wenn ein Obdachloser so die Pfandflaschen aufsammelt und dann merkt, ach verdammt, meine Tasche, da passt nichts mehr rein. Ach, die Flow, jetzt ist die Flasche verschwunden. Da. Da. Ja. Ja. Ja, hier, da kommen Erinnerungen hoch.
Und wir brauchen auch noch wieder einen Kopf und. Können wir eigentlich wieder eine Bombe machen? Ja. Dafür können wir auch noch eine Flasche verballern. Geld brauchen wir dafür, genau. So. Ja, Circuit Board kann man auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Ach, wir haben gar keine Kopfbombe mehr. Die haben wir weggejagt, ne? So. Dann mal ordentlich Flaschen aufsammeln. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt was drin sein kann. Ach, das war ja in der anderen, auf der alten Karte noch, glaube ich, ne? Oder? Hatten wir irgendwann eine neue Karte angefangen? Ja, stimmt, wir hatten am Anfang einmal eine neue Karte angefangen. Ah, schade, hier sind ab und zu auch Circuit Boards. Nur leider dieses Mal wieder nicht. So, wir haben genug Flaschen. Ja. Ich glaube, dann sind wir auch ganz gut ausgerüstet. Ich muss echt mal die Waffen upgraden. War hier schon immer ein Boot? Kann mich nicht dran erinnern. Aber hier war unser Leguan-Strand. Ja, daran kann ich mich erinnern. Du bist kein Leguan. Ich krieg dich, ich krieg dich. Bleib da einfach stehen. Ich sehe nur noch Kaninchen, überall Kaninchen. Du bist nur ein Stück Holz, du auch. Wo seid ihr jetzt schon wieder? Genau, ich schlage da auch immer so durch. Ja. Das nenne ich doch mal genial. Einfach eine Sache aufgemacht, gleich mal wieder eine Batterie gefunden. Ist auch ganz gut, weil ich vermute, dass die uns in dieses komische Teil hier, was wir auf dem Rücken haben, mit dem nächsten Update erstmal eine Batterie reinklatschen. Oder ist da vielleicht sogar schon eine Batterie drin? Ich glaube nicht, nö. Ah, wir haben sogar noch 4 Erdkanister. Kann man gut was mit anfangen. So. Keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Es sind echt viele Rehe auf der Insel, habe ich so das Gefühl. Aber das ist, denke ich mal, ja. Weil man ja nicht weiß, wo man quasi anfängt oder wo jetzt die Leute sind. Und dann klatscht man lieber die komplette Insel voller Kaninchen, Leguane und Dings. Rehe. Ein Circuit Board. Ah, der wurde dadurch komplett aufgefüllt. Wie geil. Ja, den Kochtopf haben wir noch. Medizin ist ganz gut. Oh. Da sind ja wieder unsere Freunde. Ha. Können wir das nochmal machen? Nee, ich möchte von unten. Du sollst nicht, du sollst von unten spießen. Oh. Aus Versehen eine Möwe getroffen. Aus Versehen. Die ist mir in den Speer gelaufen.
Die ist in den Boden gefallen. Ich weiß nicht, Möwen scheinen sehr, sehr dämliche Tiere zu sein. Also zumindest in diesem Spiel hier. Nein, hier liegen doch keine toten Freunde von dir rum. Ja, so kommt man an Federn. Ich wollte gerade sagen, kommt keiner mehr. Vertreibt mir nicht die Möwen. Ah, das sind Schildkröten. Die brauche ich ja nicht töten, weil da habe ich ja den Panzer. Jetzt kommen wieder Möwen an, oder was? Ja, Federn. Federn. Der. Oh, guck mal. Die Möwe bewegt den Hai. Treff dich! Die Möwe bewegt den Hai. Die Schildkröte bewegt natürlich den Hai. Das ist keine Möwe. Das Möwenschlachtfeld. Guck mal, die Schildkröten haben die Möwen getötet. Wir waren das nicht, das waren die Schildkröten. Kann man die Haie eigentlich auch verdoppeln? Hui. Nö, aber verunstalten. Weiß auch nicht, sowas dürfte doch nicht allzu schwer sein, dem mal eben da raus zu... Ah! Ich dachte, wir sterben jetzt. Ich mach hier nichts, ne? Also. Hallo. Ich möchte ihn gerne nochmal verdoppeln. Klappt nicht so ganz. Ja gut, ich würde sagen, wir machen uns mal gerade wieder auf den Heimweg. Wir haben so ziemlich alles gefunden, was wir wollten. Wir haben noch ein Circuitboard gefunden. Neuen Taucheranzug. Und massenweise Federn, die einfach so vom Himmel gefallen sind. Böse Schildkröten. Böse Schildkröten. Man isst keine Möwen. Man tötet keine Möwen. Möwen sind... Pfui. Ja. Ich hoffe, wir begegnen jetzt nicht den beiden Typen da, die da uns gerade bespannert haben. So. Ich hätte das doch echt ein bisschen zentraler bauen können. Am besten baue ich jetzt noch so eine Straßenbahn einmal quer durch über die Insel. Wow, ist hier viel Aloe Vera. Und Circuit Board. Eine Kamera. Nimm die Kamera mit. Warum steckt der mit seinem Kopf in der Kamera? Ja, toll. Da liegt ein Fuß. Stimmt, ist einer der Eingeborenen voll der
Fußfetischist, so. Ich will nur noch nach Hause. Ja, hier durchs. Zum Glück gibt es hier, glaube ich, noch keine giftigen Schlangen und giftige Spinnen. Falls sie das einführen, das wäre, glaube ich, richtig übel. So eine Schlange, die halt irgendwo auch unten auf dem Boden lang schlängelt und wenn man zu nahe kommt, beißt die einen einfach mal. Und dann muss man möglichst schnell irgendwie aus der Schlange oder, weiß ich nicht, irgendwie sich so ein Gegengift herstellen. Das kann man vielleicht auch vorher schon herstellen, aber das wäre doch mal, weiß ich nicht. Recht lustig, aber auch recht schwerer, das Spiel. Allgemein habe ich das Gefühl, das Spiel wird immer schwerer. So, wir speichern und bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich im nächsten Update. Ansonsten sehen wir uns auch wieder in irgendeiner Gammelfolge. Bis dann, ciao. Und immer schön fruchtig bleiben.